Es ist also soweit. Die erste Review zu einem Produkt, was mir vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde. Ob der CX08 Bluetooth-Lautsprecher aber nun wirklich gut ist oder ob ich meine Seele dafür verkaufen müsste, um das irgendwie zu behaupten, das klären wir in der heutigen Folge von Gadget Test. Hat man den Coolax CX08 aus seiner Versandhülle gefischt, fällt direkt die Verpackung des Lautsprechers auf. Eine harte, qualitative Pappe mit schönem Design. Und auf der Rückseite finden wir noch ein paar technische Daten. An der Verpackung gibt es also schon mal nichts zu deuteln. Top. Gerade in dieser Preisklasse. Denn den CX08 erhaltet ihr momentan für gerade mal 13,99 € auf Amazon. Aber wir wissen ja hoffentlich alle, auf die inneren Werte kommt es an. Und heben wir den Deckel ab, so kommt uns der eigentliche Lautsprecher entgegen. Stilecht gefasst in Schaumstoff. Darunter finden wir noch eine tatsächlich brauchbare und sogar schöne Anleitung, ein Lade- sowie ein AUX-Kabel. Kommen wir aber letztlich zum Lautsprecher selbst. Schließlich zahlen wir nicht für eine schöne Verpackung, sondern für hoffentlich gute Technik. Der CX08 selbst ist bis auf die Vorderseite komplett gummiert, was ihn gut in der Hand liegen lässt. Oben finden wir die typischen Ein-Aus-, Lautstärke-, Start-Stopp- und eine Anruf-Annahmetaste. Denn ja, der CX08 besitzt auch ein Mikrofon. Mit einem jeweils langen Druck auf die Lauter- bzw. Leiser-Tasten lassen sich Lieder außerdem vor- bzw. zurück navigieren. An der Seite finden wir dann noch die Klappe, die den AUX- und den Micro-USB-Eingang zum Laden verbirgt. Auf der Unterseite haben wir dann noch zwei kleine Stopper, die den CX08 in Position halten sollen. Auf der Rückseite haben wir letztlich noch alle möglichen Siegel und eine Modellnummer. Und natürlich den Hinweis, dass der CX08 wie eigentlich alles, was irgendwie technisch ist, aus China kommt. Während der Lautsprecher also insgesamt sehr schlicht daherkommt, ist die stoffbezogene Vorderseite ein echter Blickfang. Ein schönes Detail bildet außerdem der Coolax-Schriftzug. Dieser erinnert zumindest mich an alte Lautsprecher und gibt dem Coolax CX08 so einen schönen Retro-Touch. Design und Verarbeitung sind also top, aber wie schlägt sich der CX08 klanglich? Auf zum Soundtest! Zum Klang kann man nur sagen, ausgeglichen, sehr ausgeglichen. Und das ist in diesem Fall etwas wirklich Gutes. Zwar hat man hier immer noch keine 5000 Watt Bass Machine, aber sowohl die Tiefen als auch die Höhen kommen echt gut zur Geltung und gerade wenn man dem Coolax Lautsprecher ein bisschen Raum zum Klingen gibt, zeigt er, was für 14 € alles so möglich sein kann. Dreht man den Sound dann richtig auf, kann es sogar vorkommen, dass der CX08 anfängt, sich von selbst zu bewegen. Bass ist also auf jeden Fall da. Dass man aber insgesamt von dem 9x8 cm großen Lautsprecher keine klanglichen Wunder erwarten sollte, das versteht sich, denke ich, von selbst. Einen kleinen Fauxpas erlaubt sich der CX08 außerdem durch ein teilweise auftretendes Fiepen. Das ist zugegeben leise, aber manchmal kann es schon nerven. Zusammenfassend lässt sich zum Klang also sagen, für die Größe wirklich überragend und insgesamt gut. Kommen wir also zum Fazit. Klein, edel, portabel, klanglich gut. Und das alles für unter 14 €. Wer also einen kleinen, guten und günstigen Bluetooth-Lautsprecher sucht, der kann hier bedenkenlos zuschlagen. Was ihr hier für insgesamt 13,99 € geboten bekommt, das kriegt ihr, denke ich, bei keinem anderen Hersteller. Wenn ihr allerdings noch 10-15 € mehr Budget habt, dann würde ich euch auf jeden Fall einen Blick auf die JBL Go-Serie empfehlen. Diese soll auch sehr gut sein, habe ich selber nicht getestet, aber ihr könnt ja auf jeden Fall mal bei Amazon vorbeischauen. Alle Links sowohl zum CX08 als auch zu den JBL Go's findet ihr wie immer in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video hier angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir, was ich noch besser machen kann, sonst abonniert meinen Kanal, teilt meine Videos und ansonsten kann ich nur sagen, habt noch einen schönen Tag, macht es gut, ciao!